Geflügelsalat mit Zitronengras und Chili. Zutaten für 4 Portionen 2 TL Knorr Hühnerkraftbouillon, einer Stange Zitronengras, einer kleine rote Käseskote, 400 Gramm Hähnchenbrustfilet, 150 Gramm Zuckerschoten, 150 Gramm kleine Champignons, 30 Gramm Erdnüsse, ungesalzen, 150 Gramm Joghurt, 1,5% Fett, 1 Beutel. Knorr Salatkrönung, würzige Gartenkräuter, 2 EL Rapsöl, eventuell Zucker. Erstens 1/21, 500 ml, Wasser aufkochen und die Hühnerkraftbouillon darin auflösen. Zitronengras und Käseskote waschen, grob zerteilen und in die Bouillon geben. Die Hähnchenbrust hineinlegen und bei schwacher Hitze 15 Minuten garen. Das Fleisch in der Bouillon auskühlen lassen, damit es saftig bleibt. Zweite Zuckerschoten waschen und schräg einmal durchschneiden. Die champig und bekanntes Zeichen Nuns putzen, eventuell waschen und in feine Scheiben schneiden. Dritte Erdnüsse im Blitzhacker fein mahlen oder mit einem großen Messer klein hacken. 1 bis 2 TL Nüsse beiseite stellen. Restliche Erdnüsse mit Joghurt, Salat und bekanntes Zeichen Krönung, würzige Gartenkräuter, 3 EL Bouillon und Rapsöl verrühren. Die Soße nach Belieben mit etwas Zucker abschmecken. Vierte Hähnchenbrust in dünne Scheiben schneiden und mit dem Gemüse und den zur Seite gestellten Erdnüssen auf einer großen Platte anrichten. Die Salatsoße da überträufeln. Garnelen. Zutaten für 4 Portionen einer Packung, 500 Gramm, Knorr Tomato al Gusto, Tomatenstückchen, eine grüne Paprikaschote, 1 bis 2 Knoblauch, 10 Salz, Pfeffer, 1 bis 2 EL Zitronensaft, 300 Gramm rohe Garnelen ohne Schale, 1 EL Olivenöl, 1 Zitrone. Erstens Tomato al Gusto in einem Sieb abtrop unbekanntes Zeichen fehlen lassen, bis etwa 100 ml Flüssigkeit abgetropft ist. Die Tomatenstückchen in eine Schüssel geben. Zweitens Paprikaschote halbieren, entkernen, waschen und in ganz kleine Würfel schneiden. Knoblauch schälen und direkt zu dem Tomatenstückchen pressen. Die Paprikawürfel zugeben und mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Drittens die Garnelen am Rücken entlang aufschlitzen und die Därme entfernen. Garnelen nach Belieben auf 4 Holzspieße stecken und mit wenig Salz und Pfeffer würzen. Viertens Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Garnelen darin bei mittlerer Hitze von jeder Seite 1 bis 2 Minuten braten. Fünftens Garnelen auf der Paprikasalsa an unbekanntes Zeichen richten. Zitrone in Scheiben schneiden und dazulegen, so dass sich beim Servieren jeder selbst etwas Zitronenunbekanntes Zeichen Saft über die Garnelen träufeln kann. Tipp: Die abgetropfte Tomatenflüssigkeit für Suppen oder Soßen weiterverwenden. Mit Kardamom und Thunfisch. PRO Portion 1654 KJ-395 Kcal, 28 Gramm Eiweiß, 13 Gramm Fett, 38 Gramm Kohlenhydrate, ca. 30 Minuten. Zutaten FUR 4 Portionen 21/2 EL Knorr Gemüsebouillon, 150 Gramm Hörnchennudeln, 100 Gramm rote Linsen, 100 Gramm Endivinsalat, 3 bis 4 EL Balsamico Bianco, 3 EL Rapsöl, 2 TL Senf, 1 bis 2 MSP Kardamomsalz, Pfeffer, 4 Thunfischfilets, 75 Gramm 1 Limette zum Garnieren. Erstens 11/21 1500 ml, Wasser erhitzen und die Gemüsebouillon darin auflösen. Nudeln zufügen und nach Packungsanweisung garen, die Linsen in den letzten 7 Minuten mitgaren. Nudeln und Linsen abgießen, die Brühe auffangen. Abtropfen und erkalten lassen. Zweitens inzwischen den Salat putzen, waschen, trockenschleudern und in Mund gehen unbekanntes Zeichen rechte Stücke zupfen. 6 bis 8 EL von der aufgefangenen Brühe, Essig, 2 EL Rapsöl und Senf verrühren. Mit K und bekanntes Zeichen Damum, Salz und Pfeffer herzhaft abschmecken. Nudeln, Linsen und den Salat unter die Soße heben. Eck Orangen.
Erstens den Rotkohl purzeln, waschen, vierteln und in feine Streifen schneiden oder auf einer Gemüsereibe hobeln. Die Zwiebeln schälen und würfeln. Zweitens zwei Zwergorangen gut abspülen und mit den Nelken spicken. 1/41, 250 ml, Wasser aufkochen, Hühnerkraft unbekanntes Zeichen Bouillon darin auflösen. Dritten Gänseschmalz in einem Topf erhitzt unbekanntes Zeichen 10, Rotkohl und Zwiebeln darin kurz andünsten. Die heiße Kraft Bouillon zugießen und die gespickten Zwergorangen zufügen. Rotkohl zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 45 Minuten garen, dabei ab und zu umrühren. Viertens restliche Zwergorangen mit Kochen unbekanntes Zeichen dem Wasser überbrühen. Nach ca. 3 Minuten das Wasser abgießen und die Früchte in Scheiben schneiden. Fünfte Orangenmarmelade unter den Rotkohl. Abschmecken. Nudeln abgießen, abtropfen lassen. Nur unbekanntes Zeichen Dellen, Oliven und Salami unter die Soße mischen. Mit beiseite gelegtem Rosmarin garnieren. Teller, Filetroll und Bouch würzen. Teig circa Irmino unbekanntes Zeichen Tee ausquellen lassen. Epitasili blätchen, Bislauf etwas zum Garni unbekanntes Zeichen Renn, von den Stielen zu unbekanntes Zeichen Feen und Hacken. Paprika abtropfen lassen und in Streifen schneiden. Papri unbekanntes Zeichen K, Krautsalat und Petersilie unbekanntes Zeichen Li mischen. Edelfännchen von den Stielen zupfen und feinschnei unbekanntes Zeichen den. Schmand, 4 el Milch und Dell verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 4 2 el Öl portieren.